Nächster Redner in der Aktuellen Stunde für die FDP-Fraktion, Manuel Höferlin. Und er ist Sprecher für Digitalpolitik seiner Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, vor allem meine geschätzten Kollegen der SPD und der Union, guten Morgen. Sind Sie auch wach? Sie haben leider 2 Jahre geschlafen, weil was haben Sie verpasst in den 2 Jahren? Sie haben es verpasst, in der Datenschutzgrundverordnung die Möglichkeiten zu nutzen, die dort möglich sind für die nationalen Staaten, um sie anzupassen, so dass sie nicht so wirken, wie sie das tun. Hat vielleicht niemand von Ihnen bemerkt, ein Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz kann man vielleicht nicht einfach im Schlaf machen, sondern das Gesetz führt im Kern jetzt dazu, dass Konzerne wie Facebook sich über eine Datenschutzerklärung, eine Einwilligung holen für Gesichtserkennung, für alles Mögliche. Und Tante Traudels Rezepteblock wird vom Netz genommen, weil es Angst hat vor Abmahnschreiben. Und das ist der Punkt. Die Daten sind kein Stück sicherer geworden. Meine Daten sind nicht sicherer vor Schufa, vor Beitragsservice, vor Geheimdiensten. Aber die Homepage des örtlichen Sportvereins ist vielleicht am Ende, muss einpacken, weil dieser Sportverein jetzt plötzlich Angst hat, ein Abmahnschreiben zu bekommen. Und Frau Kollegin, ich kann dem nicht zugestimmt haben, weil wir waren vor 2 Jahren gar nicht hier im Parlament. Übrigens Sie auch nicht. Privatleute, Handwerker, Freiberufler schauen sehnsüchtig zu den österreichischen Nachbarn, die nämlich die Öffnungsklausel der Datenschutzgrundverordnung genutzt haben. Und das war eben genau die Aufgabe für Sie in der Großen Koalition, auch in der letzten Legislatur, dies zu nutzen zum Wohle hier dieser Unternehmen und der kleinen Vereine. Und das haben Sie sträflich vernachlässigt. Stattdessen feiert, Staatssekretär Mayer sagte, eine Abmahn, ich weiß gar nicht, wie Sie es genannt haben, ich sage es mal, das ist eine Abmahnwelle, die drohen könnte. Die ersten Abmahnungen sind am 25.05. bereits zugegangen. Ich bin mal gespannt, wie viel das jetzt werden. Auf jeden Fall führt es dazu, dass zumindest ein großes Drohpotenzial in dem Bereich ist. Um fair zu bleiben, es ist Ihnen ja selbst unangenehm. Es ist Ihnen ja selbst unangenehm, Sie wollen hektisch jetzt schnell versuchen, die Fehler auszubügeln. Aber erstens sind Ihre Vorschläge, die Sie jetzt machen, zu spät. Das hätte man in den letzten 2 Jahren machen müssen. Zweitens, Sie sehen nicht weit genug. Und drittens, und das ist mal wieder spannend, Sie sind auch in der Koalition nicht abgestimmt. Sie führen wieder über die Medien aus, was Sie besser in den letzten 2 Jahren in einem gemeinsamen Gespräch hätten klären können und müssen. Es ist ja nicht so, dass Sie erst seit Kurzem hier in der Koalition säßen. Ich habe in einem Vortrag gehört, naja, das wäre halt alles so lange gedauert, weil die Koalitionsbildung, die Regierungsbildung so lange gedauert hätte. Sie bilden aber nicht seit 2 Jahren diese Regierung und Sie haben genug Zeit gehabt, das zu machen. Vielleicht hätten Sie einfach mal ein Gespräch auch mit Ihren Kollegen im Europäischen Parlament führen sollen. Weil, soweit ich informiert bin, stellen Sie dort eine ganze Menge Abgeordnete im Europäischen Parlament. Und es hätte dem nicht geschadet und es wäre uns vielleicht viel erspart geblieben. Lassen Sie mich 5 Punkte bringen, die uns jetzt nach vorne schauend weiterhelfen würden, weil es hilft dann am Ende doch nichts, wenn wir darauf rumreiten, was Sie verpasst haben 2 Jahre. Erstens, die Abmahnwelle stoppen. Es geht darum, den Schutz von Personen und nicht darum, dass jemand aus einer Abmahnbranche wegen einer Abmahnpauschale einen Brief schreiben kann mit einem relativ hoch festgesetzten Streitwert. Also geht es ganz schnell darum, das, was in Österreich gemacht wurde, nämlich das Abmahnwesen in dem Bereich einzudämmen. Das muss unbedingt sofort geschehen, und zwar auch dauerhaft. Zweitens, wir sollten Spielräume für die Öffnungsklauseln der Datenschutzgrundverordnung jetzt nutzen, und zwar ohne den Datenschutz zu verwässern, und das geht. Unsere Nachbarländer machen das auch vor. Denn der Datenschutz dient in erster Linie den Menschen. Ich will nicht die Daten schützen, ich will die Rechte der Menschen schützen. Und es darf auch kein Selbstzweck sein, was dort geschieht. Ein Konzern darf nicht genauso behandelt werden wie der Verein vor Ort mit lauter Ehrenamtler, meine Damen und Herren. Drittens, eine Auslegung von Rechtsunklarheiten durch den EuGH forcieren. Das müssen wir auch schnell machen. Es gibt Rechtsunklarheiten in der Datenschutzgrundverordnung. Die sollten möglichst schnell dem EuGH vorgelegt werden, damit da Klarheiten besteht. Auch die Europäische Datenschutzinstitution kann das tun. Es kann nicht sein, dass wir hier in Deutschland 16 Rechtsauffassungen zur Auslegung haben, plus noch dann vielleicht andere, weil der Vorteil einer Datenschutzgrundverordnung ist ja das einheitliche Datenschutzniveau in Europa.
Viertens, und es freut mich, das zu hören vom parlamentarischen Staatssekretär Herr Mayer, Aufsichtsbehörden sollten finanziell, personell hinreichend ausgestattet sein. Ich habe Sie so verstanden, dass die Stiftung Datenschutz finanziell unterstützt wird im nächsten Haushalt. Und da freue ich mich schon besonders, denn sie ist uns auch ein großes Anliegen. Und fünftens, ja, die Aufsichtsbehörden in den Ländern kriegen das vielleicht auch über deren Haushalte. Aber ich freue mich ja, wenn der... Das muss ein kurzes Fünftens sein. Ja, genau. Sehr kurz. Eine Gesamtstrategie für das Datenrecht der Zukunft, denn viele Fragen sind in der Datenschutzgrundverordnung nicht behandelt und es wird uns über Jahre hinweg noch viele Aufgaben geben, das zu machen. Lassen Sie uns jetzt damit anfangen und nicht noch weitere 2 Jahre schlafen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Höferlin.